Wollen wir mir das sagen? Wir sind jedenfalls nicht daheim. Unser Haus ist nicht da. Stimmt, Oma. Ja, der Manni hat recht und du natürlich auch, Oma. Das Haus ist nicht da. Ja, aber wirklich? Geh, Karl, jetzt blär nicht schon wieder sauer. Ja, was kann ich schon wieder dafür? Erst Horst. Ich bin nichts der Horst, ich bin die Waldfrau. Bäh. Du unerhörter Teufel, du. Selber unerhörter Teufel, du. Ja, was grinst du so, Teufel? Man, die zwei tun ich Gute. Du Karl, jetzt kannst du aber nachher schon dein Pappen halten. Schau vielleicht aus wie der Tomatenfetti? Nein, aber wie glaubt man, der Besen schaust schon wieder aus. Wie lange hast denn deine Haare schon wieder nicht gekampelt? Du verdammte alte fette Wachel! Verdammt, na, alt, na ja. Fette? Wachel? Meinst du das jetzt ernsthaft? Verdammte alte fette Wachel. Schau vielleicht so fett aus. Na, das hab ich gar nicht gesagt. Ich hab gesagt, bitte reparier mal den Urwachel, aber ich hab nie gesagt, verdammte fette Wachel. Ich mein, verdammte alte fette Wachel. Das möchte ich ja hoffen, Karl. Aber jetzt hört's einmal alle zu. Wie auch immer wir da herkommen sind, weil wir plötzlich beim Schneeberg geworden. Bla bla bla, das ist jetzt hier keine Sau, da Schwablerei. Jo, du, meine, eicher Schwablerei interessiert mich hinten und vorne nicht. Wer ist da? Na, wer wohl? Ein besser Geist. Oma, das ist unheimlich. Kannst sogar laut sagen, auch noch, Bella. Das ist wirklich unheimlich. Verräter, ihr habt's doch nicht verloren. Was ist da bitte los? Wer immer da ist, ich geh jetzt aus meiner Höhle aus, sie. Okay, also wer immer da ist, wir halten uns jetzt für einen Kampf bereit. Auf drei. Eins, zwei. Elina! Was machst du da? Na was wohl, Bella? Ich hab mich in meiner Höhle versteckt. Ich hab keine Lust mehr gehabt, daheim bei der Mama zu bleiben. Also bin ich mit der Susi da jetzt hergegangen. Echt super, dass du wieder da bist, Elina. Ja, so super schön. Oh, Alter, du alte Hex, du! Verschwind! Verzuf die! Korn, jetzt reicht's nicht! Au! Du nimm das auf! Au! Du! Vertragszeichen, verdammt nochmal! Ah, das ist ja nur die Elina! Das habe ich erst jetzt gesehen. Elina! Oh! Wie bist denn du wieder hergekommen? Das erzähl ich euch nachher. Aber was kann ich euch jetzt schon erzählen? Ein Schurke ist daheim eingebrochen und wollte Wertsachen stehlen. Ich hab die Polizei gerufen, dann ist der Schurke geflüchtet und ich bin da mit Vollgas in meine alte, grumme Höhle gerannt. Okay, Elina. Karl, jetzt mäßig dich. Was hab ich jetzt? Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, du weißt genau, was du gemacht hast. Was denn? Immer fuh, 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 gesagt.
Was, das ist gar nicht wahr. Doch. Na gut, das ist wahr, wenn es ja langweilig ist. Ja, doch nicht verloren. Verschwindet oder ich werde euch zerschneiden. Elina, weißt du zufällig, wer das da ist? Genau der Verbrecher, was bei uns daheim eingebrochen ist. Elina, mal im Ernst jetzt. Das ist überhaupt nicht lustig. Jetzt sag ich dir mal, wie ein Profi das macht. Oh, boing. Da! Na, Verräter. Fabelhafter Profi bist du, Manni. Echt gut. Der war echt gut. Was denn, wenn sie... Schon gut. Ja, aber warte, halt, bist halt rauschig. Du musst ja nicht alle glauben lassen, dass ich so viel gesoffen hab, dass ich rauschig bin. Nur weil du rauschig bist. Geh, Korne, sei endlich einmal still. Verstanden? Du, Reda, ich werde fertig machen. Das werden wir noch sehen. Na, was hab ich gesagt? Wow! Ich hab's euch gesagt. Jetzt kommt der Korn von Dilschorn! Du, Taucher! Einfach nur unmöglich! Das kann's ja doch nicht geben! Was ihr da aufführt, das geht ja über keine Kuhhaut. Das ist ja wohl nicht mehr auszuhalten. Serkstanko. Serkstanko? Das ist überhaupt nicht witzig, hört ihr? Überhaupt nicht witzig. Tja, was du machst, ist jedenfalls auch überhaupt nicht witzig. Hey.